Hallöchen, guten Tag, guten Morgen, grüezi und servus zu Part 46 von Enshrouded. Und mit dabei ist natürlich wieder unsere Bogenschützin mit 135 Millionen Pfeilen und der springende Fuchs, Bidert, grüß dich. Hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir haben gerade geguckt, also bis ich habe geguckt, weil manchmal sehe ich dann oder entdecke dann doch, Brückenbaubericht. Wir müssen, da vorne ist gleich die Brücke, die wir als erstes schon mal entdeckt haben. Am mittleren Pfeiler muss was versteckt sein, da gehen wir hin. Ein Schatz. Schatz ist immer gut. Ja. Mein Schatz. Der ist wahrscheinlich ja irgendwo unten da. Im Miasma, oder? Hm, bestimmt. Steht auch dort ein Standort unten, ja. Warte mal, wo war das hier, gell? Runterrutschen. Ah, Binat, Binat. Binat kennt die Serpentinen. Mit der Axt geht's schneller. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Das ist die Brücke, ne? Hm. Links. Ja, super mittlere. Das sind zwei. Achtung! Wo denn? Oh! Kein Problem für Binat. So, hier mal einen. Jetzt ist der Standort oben. Na, wunderbar. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja. Und wenn wir oben sind, heißt er wieder runter. Wahrscheinlich. Müssen wir wieder hoch. Oh. Warte, ich will nicht so viel rennen. Das Rennen macht meine Ausdauer kaputt. Und dann stehe ich da mit Wind im Haar. Kann man schon von hier triggern? Jetzt steht er wieder Standort unten. Bredinbrücke. Der mittlere Pfeiler. Jetzt steht Standort unten. What is that? Ja, aber es müsste ja unten sein, wir sehen ja von oben keine Pfeiler. Ja, weil wir unten waren doch, Standort oben gesagt. Vielleicht hier ist zumindest eine Truhe. Ja. Das war jetzt nicht so super drin, aber... Ah, super. Dann nochmal runter, oder? Ja. Ich geh nochmal runter, warte mal. Hier ist auch noch eine Truhe. Jetzt steht Standort oben. Bleib mal oben. Jetzt bin ich runter. Der zeigt da oben hin. Ach, der Vorsprung da. Oder? Oder müssen wir da einfach... Irgendwie da runterklettern, oder? Das wird jetzt wieder was, bis man das findet. Aber wenn du hier stehst, sagt er wieder unten. Ich verstehe es nicht. Hier ist so ein Haufen, Schutthaufen. Das sah ein bisschen komisch aus. Oh ja, da leuchtet was. Was? Aber Strumpf, geh mal weg. Oh. Vielleicht hau ich mal was rein. Vielleicht geht das schneller. Willst du etwas sagen, ich bin nicht schnell genug? Oh. Da. Ja, das war's. Super. Ein Nahkampfbeil Stufe 6. Und ein Alchemistenring. Danke.
Geschenk. Ja, dann gehen wir wieder zurück, weil da hatte der Schreiner hatte noch irgendwie eine Quest. Also, na, ja, okay, ich kann erst schnell Reise aus dem Jasma raus. Ihr wisst nur, ihr jetzt gleich daheim. Ja, ja. Also, sind ja nicht weit weg von daheim. Oh, ich will nicht rennen. Ich renne nie wieder. Nie wieder. Aber wir haben wenigstens wieder eine Sache erledigt. Ja, eine aber von 5000. Aber jetzt gehen wir zum Schreiner und holen wieder drei. Ja. Weil der hatte nur eine. Der Schmied hatte noch irgendwas. Naja, der Schmied hatte zwei, glaube ich. Wie Binat rennt, ne? Seht ihr das? Und ich stehe da wieder da und kann nicht blocken. Ich habe auf dich gewartet. Ja, ja. Reih mich nicht so an! Also Schreiner, nicht Schmied. Ja, hier. Ist er nicht der Alchemist? Ah, nee. Na dann, Schreinerwerkzeuge gesucht. Willst du einen Witz hören? Schreiner ohne Schreinerwerkzeuge? Das war's, das ist der Witz. Ich bin lächerlich, ein Scharlatan. Ich brauche richtiges Werkzeug, aber der Schmied will mir seins nicht leihen. Unglaublich sowas. Ich weiß aber, wo es Schreinerwerkzeug gibt. Sagt dir die Forschungsstätte an den Säulen der Schöpfung etwas? Nö. Nee, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Steinzaun bei Schreiner. Rezept freigeschaltet. Neuer Ort auf Karte markiert. Juhu! Das ist ja schön. Da freue ich mich doch richtig. Ach, da hinten. Warte. F. Was da ist es? Da hinten, okay. Können wir da irgendwie schnell? Ist da irgendwas? Höchstens von der Düsterdichtkickwarte und von oben runter. Oder von der Niederauenwarte und von unten nach oben. Aber von unten nach oben ist da nicht das Miasma, das Rote darüber? Ja, stimmt, das ist da. Also wenn, dann eher von da oben noch, von Düsterdickicht, würde ich sagen. Ja. Aber wäre es für dich in Ordnung, zu schlafen? Ja. Ich glaube, es wird dunkel. Wird bestimmt gleich dunkel, oder? Wahrscheinlich ist es gerade Sonnenaufgang. Also bis jetzt triggert da noch nichts. Weil wir ausgeruht sind. Nee, weil noch nicht Schlafenszeit ist. Ja, das ist doch schon Sonnenuntergang. Guck doch mal hoch. Hast du dein Zeugs repariert? Wenn man mein Zeug sehe, ich habe noch irgendwelches Zeugs in der Tasche. Ich habe jetzt, was habe ich denn? Ich habe meine Dinger zum Schießen. Okay. Jetzt können wir schlafen. Aber nett. Seht aber nix. Ah doch. Ich dachte schon grad. Gut, also Schnellreise zu diesem zur Dickichtwarte. So, nee, düster Dickicht. Doch.
ist ganz schön weit weg. Ne? Hm. 1,2 Kilometer da. Okay, so. Darüber, das sind wir schon ein paar Mal, glaube ich. Flieg, Forest, flieg! Oh, noch ein Kilometer. Bis wir da sind, ist also wieder dunkel. Warte mal, ich habe, glaube ich, warte mal kurz, ich habe was Falsches ausgewählt. Das hier. Jetzt. Jetzt bist du zufrieden? Ja. Dann zeigt es mir das Richtige auch an. Lachs, die Frage ist, der Weg? Oder? Durch die Passage, oder? Da rechts ist da auch ein Weg, oder? Ja, hier. Ja, okay, das führt da genau dahin. Oder können wir uns da hochschießen? Hier waren wir da. Da ist eine Höhlenpassage. Da hinten. Eine Höhlenpassage. Ach, dadurch, genau. Ach, da, wo die Wildschweine kommen. Das kann sein, ja. Ja, ich höre es schon. Von oben, von hinten, von allen Seiten. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Da ist noch eins. Zwei. Drei. Alter, das wird ja auch mal mehr. Noch eins. Hier! Oh. Ich glaube, ich schwimme. Ey, das gibt's doch nicht! Trifft er mich in einer Tour, der Dödel? So. Nur nix an Schwein schon fast gestorben die ganze Zeit. Warte, rechts eine Pflanze, kleiner Bogen. Alter, was hat es da hinten gerade geflackert? Oh, Schwein. So ein Schweinebau, ne? Ja. Ach, diese Schweine. Unglaublich, echt wahr. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Was, wie bitte? Achtung! Anstrengend.
Lachs. Oh, Miasma. Sich wieder keinen Weg. Wir sind wieder draußen aus dem Miasma. Aber wir müssen da wahrscheinlich irgendwie da hoch, ne? Da irgendwie links rüber. Was ist das hier? Das sieht nach so einem Elixierbrunnen-Gedöns aus. Elixierbrunnen, richtig. Ja. Hier ist ein Weg. Achtung, da sind Gegner. Leute. Mit einem riesen Schild. Und rechts ist rotes Miasma. Ach so, ich dachte, du willst. Ich wollte nur etwas Erhöhung kriegen. Achtung, da sind voll viele. Was ist denn? Tisch drum. Alter! Down. Oh, super, der ist auch down. Alter, Fede. Bin jetzt voll erschrocken, weil es da runter ging. Ah, ah, dieser Kackkäfer. Pass auf, hinter dir. Ja, ist gut, komm, Leute. Ihr nervt. Ja, jetzt haben wir es aber bald. Also die sind echt nervig, diese. So, wir bleiben auf dem Weg, 160 Meter. Sie haben ihr Ziel bald erreicht. Ihr Ziel findet sich auf der linken Seite. Hm. Ah, Schwein. Oh, wieder so ein verseuchtes Miasma-Schwein. Wir verlieren unser Ziel aus dem Blick. Ja, ich weiß, ich wollte auf dem Weg bleiben, aber... Oh, drei Schweine. Und das schaut hier aus wie rotes Miasma, oder? Nee. Doch, tödliches Miasma! Huh? Fuck! Oh nein, ich bin gestorben! Aber im tödlichen Miasma. Ja, ich gehe woanders hin. Wenn ich Glück habe, komme ich zum Elixierbrunnen. Ich bin eh bald tot. Oh Gott. Ich bin beim Elixierbrunnen. Ich renne mal den Weg weiter. Was ist das? Finde einen Weg, Ausweg. Ja, ist mir schon klar. Ich will ja aus dem Miasma rauskommen. Ja, jetzt schießt der. Ich kann mich nicht bewegen. Strumpf rennt wieder zurück. Ich will einfach nur raus aus dem Miasma. Hab noch 30 Sekunden. Oh. Ja, voll die Gegner an der Hacke. Oh, geschafft. Oh. Oh Gott. So, wo ist das Ziel jetzt hin? Bisschen. Ja, da ist richtig rotes Miasma da in dem Gebiet. Oh shit. Oh, oh nein, shit. Ich muss hier weg. Mich haben hier voll die Gegner. Jetzt wieder im roten Miasma? Nee. Aber das ist wieder das rote Miasma. Nö. Doch! Tot! Das war gut. Oh nein! Ich hab Probleme. Warum? Oh. Ja, das weiß ich aber. Wo ist das jetzt? Ja, oh nein! Ich bin schon wieder gestorben. Ich mag nie mehr. Oh, die Evox! Ah, das ist irgendwie mühselig. Elzichelhof.
Ach, du bist irgendwo da unten. Nee, ich bin komplett über die Berge. Ja, ich will ganz oben. Ich will von oben rum irgendwie. 440 Meter. Ich habe da keinen Bock auf dieses rote Miasma. Aua. Aber ich weiß nicht. Das ist hier irgendwie alles gemein gefährlich. Es ist nicht gut. Oh Gott, da war irgendein Riesengegner. Schnell weg. Jetzt habe ich komplett das Ziel verloren. Und da ist schon wieder so ein Schwein. Ach, ihr seid doch alle blöd, ey. Ey, diese Ewoks sind aber auch ganz schön nervig, ne? Wenn die einmal wollen, dann wollen sie einen. Bleib ruhig da hinten. Ich bin kein Mann für. Das ist ein doofes Gebiet, Strumpf. Ja. Wollen wir eine andere Mission machen? Ich bin hier irgendwo jetzt, aber. Ja, kannst du irgendwo was Neues markieren irgendwie? Ich renne mitten durchs Miasma und versuche. Ich sehe leider Heil nicht, irgendwie raus. Ah, doch, ich sehe da. Ja, du bist in der Nähe da. Also von dem Ziel wärst du in der Nähe, ne? Aber ich komme da nicht hoch. Ach, Mann. Entschuldigung. Da war einer genau hinter mir und der hat auf mich draufgehauen. Oh Gott, es ist ein Stress hier in diesem Miasma. Warum ist der so schnell? Was ich mich jetzt frage. Oh, da bin ich wieder im tödlichen Miasma. Da liegt mein Grabstein. Kann ich ihn noch holen oder bin ich dann schon drin? Oh Gott, geh weg! Oh Gott, habe ich hier viele Gegner an der Hacke. Das bringt nichts. Ich muss hier weg. Aber das ist mir erstmal böse, mir erstmal. Ich habe Stress. Also Leute, ich weiß nicht, also hier, ne? Alles total chillig. Wir gehen jetzt mal den Weg da entlang. Ich möchte nur irgendwie da durch den Berg durchkommen. Das ist eine doofe Quest. Säulen der Schöpfung. Neuer Ort markiert. Ich tu mal so nebenbei neue Sachen markieren, ne? Mach das. Entdecken. Oh, was ist das denn? Oh, ich bin rausgekommen. Refugium der Flamme habe ich entdeckt. Sehr schön. Ja, aber du bist doch nicht hier. Oh. Der Schreiner kann sein blödes Werkzeug weiter verzichten. Oh, Honig ist nicht schlecht für Heiltrank, glaube ich. Wachs. Kann man da irgendwas noch machen an dem Refugium der Flamme? Nee, ne? Nee, aber bleib da mal, weil ich komme zu dir. Geht es? Wie geht es? Kann man da Schnellreise hin machen? Nee, aber ich laufe in die Richtung. Ach, du bist da. Ach so, ach, das ist ja cool. Ist ja nett. Nein! Doch, ist nett. Da war jetzt ein Bienenschwarm. Es sind nur Gegner hier. Ja, da bist du auch was in die E-Box. Strumpf, ich sehe dich. Tja, grüß dich. Weiß ja nicht, was du immer machst. Weißt du, das ist es. Immer Sonderangebote finden wollen und dann bist du irgendwo, weißt du, wo du kommst, ne? Sind wir die Richtigen. Ja. Die besten Angebote finden, aber nicht den schnellen Weg dahin. So, also hier ist Refugium der Flamme. Kannst du reingucken, ist nicht viel gewesen. Ich habe Wachs und Honig eingesammelt. Sehr schön. Aber das haben wir wieder. Aber von hier aus kommen wir halt nicht. Aber hoch, die Flammen, ne? Funken hast du vergessen zu sammeln. Boah, ich dachte gerade, kommt was rein. Ich habe gerade so angehört, als wird hier was reinkommen. Was habe ich vergessen zu sammeln? Den Funken. Ja. Ach, guck mal, da hinten Säulen der Schöpfung. Ja. Hm. Nee. Wie kommt man da hin? Dieser hinter dem Berg. Kommen wir da irgendwie durch? Nee, ne? Boah, die Bienen von dir! Ey, willst du mich verarschen? Wir mussten jetzt mitnehmen, oder? Das kannst du jetzt nicht sein. Aber Theo, jetzt warte mal kurz, wie lange?
Komm, wir haben noch 5 Minuten. Bina, komm mal zu mir. Ja, ich versuche. Lass die Bienen. Ich hab sie getötet. Mit Pfeil und Bogen, oder wie? Ja, hab ich. Bevor es 100 Bienen und da kommt einer mit so einem Pfeil. Wir gehen jetzt einfach mal da runter, würde ich sagen. Ein bisschen die Map aufdecken. Wir haben noch 5 Minuten und dann gehen wir zurück. Also die letzten 2 Parts waren wirklich... Wir haben uns viel vorgenommen und nichts erreicht. Da die große Säule da zum Beispiel, da waren wir schon. Stumpf, die Erwartungen sind eh schon tief bei unseren Zuschauern. Wir haben nichts erwartet und sind trotzdem enttäuscht. Wo nichts ist, kann man nichts erwarten. Was meckerst du da? So ein bisschen von den Bealis einsammeln. Äste vor allem. Ja. Da haben wir nämlich gar keine mehr. Pilze für Heiltränke. Dann wird es halt einfach so eine Einkaufstour jetzt, oder? Machen wir Shoppingtour. Richtig. Etwas Produktives. Oh, guck mal, hier sind so viele. Schau, wie das rot ist. Das rote Miasma da. Wie rot das rote Miasma ist. Oh, hier ist voll die Feuersteinmine. Wo? Hier. Was? Weg ist sie. Ich muss mal kurz... Das. Weiß ich gar nicht, wo du bist. Ach, da. Ja, ich sehe schon deinen. Hab deinen Kopf schon gesehen. Synchron, machen wir Musik. Ich bräuchte vor allem auch mal Kupfer, aber okay. Ich hätte auch gerne so viele Sachen. Bessere Werkzeuge. Boah, ich bin fix in alle. Komm mal gar nicht mehr klar. So. Ich glaube jetzt. Haben wir es jetzt? Ja. Es ist rot. Mensch, es ist rote Miasma rot. Das ist Wahnsinn, ne? Man kann es auch Orange nennen. Ob wir jemals stark genug sind, durch das rote Miasma zu kommen? Wir müssen wahrscheinlich diesen anderen Gegner da töten, damit wir den Altar wieder upgraden können, weil dann können wir ja wieder mehr ins Miasma rein. Okay. Ich glaub dir mal. Deswegen konnten wir ja auch dann bei dem einen da durch. Am Anfang war ja alles bei uns rot. Schon da. Ui. Achtung. Pass auf, Evox. Du suchst aber auch jetzt mit allen Streit, ne? Ja. Der war doch einfach nur da. Nachdem ich jetzt schon die ganze Zeit getötet wurde von anderen. So, wo sind wir jetzt von der Karte her?
Ja, also da ist komplettes Rot, ist mir erstmal gewählt. Da können wir noch da hingucken. Ne, das ist schon der Heimweg. Oh, was ist denn das? So, auch noch mitnehmen. Und pass auf, gell, weil hier rot ist Messer da vorne. Nein! Oh, doch, es ist rotes Messer. Oh, guck mal, neue Tiere! Oh, sind die putzig. Was sind das für Vögel? Kann man eigentlich zoomen irgendwie? Nee, ne? Ich kann so ein bisschen. Nein, zoomen, nicht schießen! Ich kann meinen Bauch ein bisschen zoomen. Haben die Angst vor uns? Ja. Sterben die, wenn die ins rote Miasma gehen? Die sind ja rot, vielleicht. So. Das sind Miasma-Vögel. Miasma. Alter, schau mal, siehst du da oben den Eingang? Siehst du das? Wo bist du? Ich habe schon Holz geholt. Wenn du da oben reinschaust, über das rote Miasma, siehst du das? Das ist ein Rieseneingang. Wer weiß, was das ist. Ja, wir haben nicht mal ansatzweise die Karte überhaupt aufgedeckt, ne? Nee. Das ist der Wahnsinn. Wir laufen hier, Obelisken-Forschung ist da oben. Ist doch bekloppt hier. Oh, oh, ich höre was. Hörst du es? Ja, aber... Ah, da kommt ein Löwe! Was, ein Löwe? Ja, dreh dich doch um! Der Löwe greift die Dinger, die Vögel an. Ja. Okay. Okay. Wir können jetzt eh mal heimbeamen. Ja, mach mal. Home sweet home. Wir haben wenigstens ein bisschen Material wieder mitgenommen. Besser als nichts. Und wenigstens ein Refugium der Flamme gefunden. Ja. Muss man positiv denken. Also nie das, was wir eigentlich machen wollten, aber... Irgendwas haben wir gemacht. Wir haben auf jeden Fall Schutt. Und wir haben Feuersteine. Ich habe Flachs gesammelt. Und Erolinblume. Perfekt. Und neue Äste haben wir. Jetzt ah, aber. Schon. Noch ein, jetzt habe ich noch Honig. Warte, ich will bloß ein bisschen die Lebensmittel. Zwei Honigwaben. Wachs. Sicher nicht. 16 Pilze. Das ist nice. Oh, ich könnte immer ein bisschen Heiltränke herstellen, nachdem ich. Dann wieder rohes Fleisch. Stay focused. Stay focused. Yes. Immer. Da haben wir die Blumen. Flachs. Erdbeeren. Und man jetzt diese komischen... Da. Auswendig, wo du wachsen hast, weißt du nicht, ne? Ah, doch, ich hab schon. Mal 32 Wachs. Noch ein. Ah, wieder Balumbe. Und Felle. Ah ja, ist doch nicht schlecht. Inventar ist wieder ein bisschen leer. Ich bin zufrieden. Hätte besser Lava kennen. Wir haben ein neues Lager gebaut. Also Bienen hat das Lager gebaut. Ich habe den Boden kaputt gemacht. Danach habe ich wieder repariert, nachdem Bienen die Erde gesammelt hat. Und dann haben wir es euch gekramt. Haben wir zwei Parts lang haben wir Kiste gebaut. Und euch gekramt. Das war richtig spannend für euch. Zum Zuge. Und jetzt, jetzt sind wir fertig. 45, noch 5 Stück sind wir 50. Da brauchst du gar nicht rumfliegen. Gut, schön hast du gemacht. Eichhörnchen, bist gut geflogen, muss ich echt sagen. Ne? Wieso hast du eigentlich bloß ein Holzschild? Guck mal, ich hab ein Metallschild.
Ja, für mich hat es nicht gereicht bei mir. Guck, schau mal, schau mal in die Augen. Ja, so, nee, gut. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also die Karte, wir haben noch nichts aufgedeckt. Ich komme mir vor, als hätten wir schon, ja okay, 45 Parts. Als hätten wir schon 45 Parts gemacht. Es ist der Wahnsinn. Also noch 20, glaube ich, dann haben wir, was war Forest? 65, 66, glaube ich. Ja. Alter Falter, also ich glaube, das werden wir mal toppen, weil wir haben ja nicht mal die Karte angeditscht. Wir haben ja überhaupt keinen blassen Schimmer. Nee. Und aber die Story, immer noch muss ich sagen, eins, das ist das Highlight bei dem Spiel, ist wirklich die Story, die packt dich halt von Anfang an. Und immer wenn wir dann fertig sind mit den Aufnahmen, sind es immer die Nächte, wo ich dann wirklich überlege, meine Fresse, scheiße, das ist so spannend. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr wieder mal einschaltet und wieder schaut, wie wir sowas machen wie heute. Und einen Daumen uns da lasst. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, gleichzeitig. Ciao.